Was passiert eigentlich, wenn man im Supermarkt mit Karte bezahlt? Die Daten werden meist von der Karte über das Postgerät an die Kasse übertragen. Und genau das ist ein gefährlicher Moment für die Datensicherheit. Kriminelle Hacker sind scharf auf solche Datensätze. Immer öfter gibt es Angriffe auf Postsysteme im Handel, in Restaurant oder Hotelketten. Wie kann man sich als Händler besser schützen? Wer kann einem dabei helfen? Die sichere Zahlungslösung von CompuTop. CompuTop bietet als erster deutscher Zahlungsdienstleister das P2PI-Verfahren für Postterminals an. P2PI bedeutet Punkt-zu-Punkt-Verschlüsselung. Die Daten werden bereits im Postterminal bei jeder Zahlung mit einem neuen Schlüssel chiffriert. Auf dem Weg zu CompuTop sind sie dadurch völlig unlesbar, denn sie werden erst dort wieder entschlüsselt. Ein sehr sicheres Verfahren, das zudem den Händler entlastet. Er erhält die Daten nämlich überhaupt nicht. Stattdessen kann er getrost auch unsichere mobile Geräte in den Zahlungskreislauf einbinden. Nebenbei spart P2PI auch noch Aufwand und Kosten. Denn Händler müssen keinen PCI-Audit absolvieren. Auch die Integration in ein Omnichannel-Umfeld ist mit P2PI viel einfacher. Die Transaktionen werden über das CompuTop Paygate zentral abgewickelt und laufen dadurch mit Zahlungen aus anderen Verkaufskanälen dieser Omnichannel-Lösung reibungslos zusammen. Auch die Internationalisierung verläuft mit P2PI leichter und sicherer. Bisher war der Postzahlvorgang im stationären Handel ein nationales Geschäft. Mit P2PI standardisiert CompuTop die Postterminals und somit den Zahlungsvorgang über alle Ländergrenzen hinweg. Natürlich sind die Terminals mehrsprachig, mehrwährungsfähig und unterstützen Banken weltweit. So kann jeder Händler den günstigsten Acquirer auswählen. Das P2PI-Verfahren für Postterminals sichert und vereinfacht Ihr Business. Und Ihre Kunden gehen mit einem sicheren Gefühl nach Hause. CompuTop, the payment people. Global Omnichannel Payment.